Und willkommen zurück bei Assassin's Creed Origins von Boy Pro Pro. Mann, der schläft mich auf, oder? Das wäre way too easy. Gib mir einen Grund, dich aufzuknüpfen! Irgendeinen! Der Bürger hat zwar Angst vor dir, aber du hast ihn gerettet. Ja. Er wird sich daran erinnern als etwas Gutes, ja. Ja. Random Typ hilft. Boah, schau mal, kennt jeder Boy, egal so. Der Typ anscheinend nicht. Wow, what the fuck ist denn hier passiert? Haus niedergebrannt. Das stimmt ja, man kann noch zu Bayer nach Hause. Der Kreis muss relativ klein sein. Und er wird immer größer, je weiter. Da ist es dort, hm? Nein, das ist ein Schatz. Was versucht's mir dann zu sagen? Geht genau. Okay, zieh nur kurz. Und dann wissen wir auch, wie er aussieht. Wo ist denn der Typ da? Ich kann sitzen auf deinem Kopf. Das heißt? Ach so. Hä, wo ist er denn? Ja. Die, dich bemerkt haben, lieber umnehmen. Ja, du musst das leicht vor. Hab ich das Leuchtfeuer markiert oder so? Ja. Flieg mal, ja. Kleiner Vogel. Adler. Oh, man kann es doch markieren, das stimmt nicht. Oh, hier sind wir. Dies ist ein heiliger Ort. Der Tempel des Amun. Moment, das. Oh. Bro. Da ist auch Amun. Rundliche raus! Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Medun Amun. Im Tempel des Amun. Und er ist versteckt, ne? Ich dachte, er geht ins Gras. Okay. Und das ist ein Stück mehr gegangen. Bitch, ich geh zuerst zum Leuchtfeuer. Du
So geht man zum Leuchtfeuer. Okay, der mit der Keule ist nicht gut. Komm her, dann gebe ich dir so einen Schlag rein, ne? Es ist halt auch je nach Waffe unterschiedlich. Du kannst uns doch nicht einfach so einsperren! Alter, ist der krass, ja. Ist der gerade am Pennen? Wer? Die Dunamun. Dies ist ein heiliger Ort. Ja. Der Tempel des Amun. Mach ihn kaputt. Oh, Korn hat Gefühle. Ja. Den kannst du von oben ausschalten. Echt nur ein Niederschlagen jetzt? Ja, das zählt, der ist dann tot. Ja. Tot. Echt? Wahrscheinlich genau auf den Kehlkopf getreten. Das war was? Na gut. Wenn du ihm genau auf den Kehlkopf trittst, dann ist er auch tot. Schon klar. Aber das war jetzt. Das war's sehen. Du bist zurückgekehrt, um dein Unrecht gut zu machen. Ich sterbe, mein Werk unvollendet. So kurz, oh so kurz vor Einführung der Herrschaft, der Starken und Tugendhaften. Tugendhaften! Das Gewölbe verleiht uns die Kräfte der Götter. Was zählt da ein Junge? Was zählt ein Junge? Papo? Ach, der Feigling. Ja. Flashback. Hä? Flashback. Warum? Ist es nicht eigentlich schon so eine Art Flashback in einem Flashback? Ja, das macht jeder vor ihr, ne, Fabrice? Ich sehe auch die zwei großen Gründe dafür, Fabrice. Er ist in einer Beziehung. Also, er ist verheiratet. Oh! So knapp! Hey! Ich meine. Ist gut. Es ist doch egal. Ich meine, sie, die da auf dem Thron naja, sitzt bei Dark Souls. So treffe ich gleich zwei. Na klar. Gut. Hoch, Beste. Bereit? Ja. Oh, das war nur wegen dir, du. Ach, ja. Limo, komm her. Ich hab das beim ersten eine Mal nicht verstanden. Eine Hyänenhöhle. Eine echte? Ja. Los, geh voran. Das wird toll. Da sind 16 Hyänen und 16? Es ist dunkel und gruselig. Ach, weißt du was? Ich jage lieber noch mit meinem Papo. Du hast ich frag mich, bei welcher Angst. Menge wäre denn mitgegangen? Zwei. Unter 10? Tutorial. Gehen wir auf eine echte Jagd. Hä? Ja, ich weiß. Ist gut. Kommt, kommt. So für die Zuschauer. Ja. Und was jagen wir denn? Eine Spoiler, das Orakel ja. Braucht den Pelz eines Steinbocks für die Zeremonie. Du wirst neben dem Pharao stehen, oder Bayek? Du bist der Medjay. Wenn ich Medjay bin, stehe ich auch neben dem Pharao. Du wirst nie ein Medjay. Du hast zu viel Angst. Du sagst das genau das, wahr. Was ich mir gerade gedacht habe. Was ist mit der Hyänenhöhle? Junge. Psst. Genug, ihr zwei. Der Sand ist so heiß an den Füßen. Manchmal fangen sie der an Junge zu brennen. Genau das macht gesagt, dich schneller. Was ich mir gedacht habe, Fabrice. Da vorne ist es. Kann ich mitkommen? Deine Mutter wartet auf dich. Na gut, wir sehen uns bei der Zeremonie. Mach's gut. Die Herde ist in der Nähe. Wir wollen nicht irgendeinen Bock. Wir wollen das Leittier. Wie sieht das aus? Groß. Gefunden. Mit großen Hörnern. Sei ruhig. Mach's wie ich. Das ist mein Lieblingsteil. Bleib unten. Sie werden uns sehen, wenn wir es nicht machen wie Amun, der Gott des Schattens. Könnt ihr von hier ja, aus schießen? Wir sind die Verborgenen.
Siehst du? Auge und Hand bilden eine Linie mit dem Pfeil. Nur so kann man gezielt schießen. Wenn ich doch 100 Pfeile in den Bogen spannen könnte. Hey, von wo hast du denn ausgeschaut? Du kannst von dem Busch ausschießen. Ist nicht so als würde. Treffer! Tat ihm das weh? Ein sauberer Blattschuss tut fast gar nicht weh. Der hat eigentlich gerade. Holen wir uns den Pelz. Ja. Traurig, tut mir sorry, mein Kleiner. Bring mir den Pelz zum Orakel, bevor es dunkel wird. Eines Tages möchte ich einen Pfeil durch die Sonne schießen. Kannst du. Dein Pfeil müsste nur zu Senu werden. Stell dir vor, alle meine Pfeile wären Senus. Dann würde ich wirklich alles jagen können. Und daneben, egal. Wolltest du nicht mal den Pharao aus der Nähe sehen? Egal, damit hat. Möchtest du mit mir an seiner Seite stehen? Inventar. Ist nicht so, als hätte ich ein Jahr vorher und ein als mein Sohn und zukünftiger Magi, ja. Papo, was ist ein Magi eigentlich? Der erste Magi war der Beschützer des Pharaos. Aber nun bedeutet es, dass wir alle Menschen Ägyptens beschützen. Nicht nur beschützen, sondern für ihr Wohlergehen sorgen. Oh, Papo, ich freue mich so auf, ein Magi zu werden. Du kennst alle Geheimnisse in Siva. Und was, wenn ich nie ein Magi werde? Natürlich wirst du das. Du bist mein Sohn. Aber ich habe immer Angst. Ich versuche tapfer zu sein. Aber manchmal ist es schwer. Okay, das war ein Free Kill vom Spiel. Ja. Gehen wir da lang. Als ich in deinem Alter war, hatte ich auch manchmal Angst. Dein Großvater war ein berühmter Magi. Angst, ja. Und er wollte, dass ich der Familie Ehre mache, wenn ich ihm nachfolge. Ja? Eines Tages nahm er mich mit hierher. Oh. Ganz oben. Bartschek, mach mir doch nicht so eine Angst, wo ich schon denke, du... Ein einziges Wort. Es änderte alles. Ein Wort? Ich überwand meine Furcht. Ich wusste, dass ich zu allem fähig sein kann. Was hat er gesagt? Das sage ich dir, wenn wir dort sind. Tja, liebe Zuschauer, was glaubt ihr, ist das Wort? Das erfahrt ihr. Nee, nicht in der nächsten Folge. Komm, Bayek, beweg deinen Arsch. Auch wenn ich nicht unbedingt den üblichen Weg dahin nehme, aber trotzdem, ja. Oh, ja. Hier sind später die Banditen. Echt? Das sind, ich glaube eher, das sind Römerfabrik. Ich weiß nicht, ob's... Er hat gesagt Banditen. Welches Wort hat dein Vater gesagt? Spring. Ich frag mich. Denk nicht so lange nach. Spring. Ja, Papo. Er springt nicht. Hey, vertrau mir. Du kannst das. Ich kann und werde. Spring schon. Komm zurück, du bist nicht bereit. Ich kann das, Papo. Ich kann. Dann mach. Halt's Maul, du dreckiger kleiner Scheißer. Hilfe, helft mir. Das ist Chenzira. Ich sag dir, halt's Maul! Lauf heim zu deiner Mutter. Sorg dich nicht um Chenzira, ich kümmere mich um ihn. Magi Bayek! Los, geh! Ich hab Angst, ich will nicht allein nach Hause. Remo, sei doch bitte einmal nicht so ein Feigling. Los! Ja, traurig zu sorgen. Magi Bayek! Ja, ich bin der Magi hier. Wer ruft nach mir? Steck deine Waffe weg und folge mir. Du hast gesagt, du willst nur mit ihm reden. Ernsthaft, das Kind sagt uns schon alles, ja. Und wenn ich schon vorher einen anschieße, ist die Frage, ne? Das bringt nichts.
Du siehst, dass der eine Schädel übersieht hat. Komm! Tö! Oh, damn, ja. Okay, ich sehe das Problem. Wieso ist es möglich, verschieden zu interagieren mit gewissen Situationen, Fabrice, ne? Ja, aber es kam aufs Gleiche raus. Ja, und später wischt er den Boden mit denen auf, so super Banditen, ne? In dem Fall glaube ich sogar, dass das Römer sind. Ja. Oder Ägypter. Schwierig, ne? Es sind nur die zwei Möglichkeiten, ne? Ja. Ein Ton und du bist tot. Moment. Was? Wo wart ihr so lange? Wir wollten nicht gesehen werden, Herr. Wir haben uns versteckt. Läuft es genauso ab, Fabrice? Hm? Läuft es genauso gerade ab wie bei dir? Weil da war ich doch nicht mehr da. Ja. Nicht das bloß, also, wow, what the fuck geht denn hier jetzt ab, ja? Bajek! Ich hab gedacht, Sie wollten ihm nur eine Frage stellen. Was habe ich getan? Schweig! Hat der gerade Schweig hochgerufen? Nein, das war der, der sie genommen hat. Das ja, cool. Okay. Ich hab jetzt einen anderen zu lang laden lassen. Ja, das, der sollte jetzt länger halten. Der ist voll. Ach du Scheiße. So maskierte. Nein, ich will nicht. Verdammt, ich kann nicht mal weglaufen. Selbst wenn hinter dir ist eine Waffe. Mein was? Oh. Dir ist nicht so weit gefolgt. Ach. Was denn? Erlebe ich jetzt, wie mein Feigling so aufs Maul bekommt, oder? Lass niemanden hier rein. Remo, bist du verletzt? Na los, mach's auf deine Art. Haltet meinen Sohn daraus! Dein Sohn hat dir einiges zu erklären. Würde der Ibis ihm die Sphäre zeigen? Wir glauben, damit können wir das Gewölbe betreten. Der Edenopfel, Edensphäre in dem Fall. Wir verschwenden nur unsere Zeit! Der Junge ist verängstigt, ist schon gut. Papo, du musst ihm vom Gewölbe erzählen. Sie müssen wissen, wie man das benutzt. Als Magi musst du einen Hinweis oder eine Legende kennen, wie man es benutzt. Ich weiß gar nichts über dieses Gewölbe! Bitte haltet meinen Sohn daraus! Der Pharao wurde alarmiert! Er besteht wir werden auffliegen! Beeilung! Und was passiert? Rede mit deinem Sohn. Ist das Gewölbe bei unserer Rückkehr nicht geöffnet, wirst du ihn nie wiedersehen. Ich tat, was du sagtest, aber... Ist schon gut, Sohn. Oder? Papo, ich hol ihn dir. Was? Nein, Remo, nicht! Sie werden uns was antun. Remo, sie werden... Remo! Was für eine Zeitverschwendung! Nein, Remo! Nein, komm! Sei abgelaufen! Sag's uns! Ich weiß es nicht. Wir müssen weg hier. Ich schneide dem Jungen das Herz raus. Warte! Dann wird ihm das Totenreich verschlossen bleiben.
Nein, nein, nein! Ich sag es euch! Ich sag es euch! Ich sag es euch! Wer will mehr Zeit gewinnen? Ja. Was soll das? Ja. Das ist doch Wahnsinn! Die Schlange nimmt das als deine Antwort! Ja! Oh nein! Nein! Remo! Remo! Der kommt aber trotzdem ins Ziel, so jetzt ist es nicht draußen, ne? Ja. Halt's Maul! Wow, holy shit! Wer ist denn das von den vier übrigen, dass der so hart aufs Maul geben kann? Wir dachten, du wärst tot. Du konntest ja nicht mal deinen eigenen Sohn retten. Du bist ein Nichts. Bajek von nirgendwo. Vater von niemandem. Hier! Und hier! Und hier ist ein Niemand! Möge der Verborgene dich grüßen. Der Fürst Eduard erwartet dich. Ich weiß gerade nicht, wer von den beiden anderen. Wow, wie zusammenhanglos, ja. Weil die Schlange kann es ja nicht sein. Weil? Weil. Achso, die ausgewichen ist, ja. Obwohl, ja. Muss nicht sein. Das war danach, als er aufs Maul gekommen. Der hat beide Hände gehabt. Keine Sphäre. Okay. Und die Stimme war tiefer. Hä? The fuck, warum? Ich glaube, den er am Anfang gekillt hat, war der, der die Sphäre hatte. Es waren doch nur vier. Sehr gut, mein Freund. Unser Held kehrt zurück. Du bringst Freude nach Siva. Warum hat er jetzt den Eden ab? Ich sollte nach Alexandria. Ist doch scheißegal, Fabrice, oder? Hab es doch nicht immer so eilig. Nein, der Eden ab ist was Siva braucht nach wie vor seinen Magi. Du bist jetzt der Beschützer hier. Ich helfe dir nur gern dabei. Komm zu mir, wenn du sicher bist, dass du gehen willst. Wir trinken ein Bier auf unsere Freundschaft, ja? Also ja, ich habe einen Fertigkeitsbogen. Warum sollte ich das lernen, meditieren? Punkt habe ich schon investiert, Spiel. Jetzt solltest du halt noch alle Fragezeichen abklappern. Weil ich ja nie wieder hier zurückkehren kann, ne? Weil es ewig dauern wird. Schnellreise? Schon mal davon gehört, Fabrice? Selbst die muss ewig laden. Ewig, ich drück schon eine halbe Stunde dran, bis fertig geladen ist, oder was?
wolltest du jetzt hin? Zum Fragezeichen. Ich meinte zu welchen? Zu dem Fragezeichen. Zu welchen? Mann, dahin, du Lappen. Rat mal, was genau da ist. Das ist die Banditen, ja. Das ist mir auch egal. Das ist das nächste. Der Ort kommt mir bekannt vor, ne? Ja, die sind da drin, oder? Die hocken da drin. Hätte ich Remo nicht hierher gebracht, wäre alles anders gelaufen. Fühlst du dich jetzt auch etwas verarscht? Kann ich es synchronisieren? Nein, das ist der Todessprungpunkt. Hätte runterspringen sollen, oder? Nee, ja. Der war ein bisschen weiter links. Der da, oder? Ja. Kommt hin, so circa. Ja, gell, wo sind die scheiß Banditen, ne? Okay, ich war tagsüber da. Mein, wo sind die scheiß Banditen? Wo pennen die dann? So viel Möglichkeit gibt's hier doch gar nicht, oder? Oder? Eigentlich nicht. Ich kann nicht richtig anhand der Umgebung in der wie viel Uhr es sein soll, ja. Komm, beweg deinen Arsch da hoch. Okay, einfach weil es einmal sein muss, will ich den Todessprung machen. Geht auch recht einfach, ne? Nach vorne und links. Immer wieder dasselbe. Das tut scheiße weh, ein Rückenklatscher, ja. Aber die Assassinen sind gewohnt. Dieses Schiff wird nur gehört. Nun, wer ein Sansu Sanja heißt? Sef Sahri! Oslo. Der Benny Erputin. Mit Chiru Tippi. Das kann ich perfekt benutzen, um einfach darüber zu gehen. Andere Frage: Wo willst du jetzt hin? Zu welchem Fragezeichen? Was ist das? Dann sag's mir doch wenigstens gleich. Das ist dein Zuhause. Und das da oben? Jagdgründe. Geh, ich flüchte erstmal zu seinem Zuhause. Und dann kannst du auch direkt den anderen Aussichtspunkt synchronisieren. Komm, du wirst dein Schiff nicht behalten, ja? Oder vielleicht auch. Bitch! Was
Hast du gerade Bitch gesagt? Na. Ja, das ist verdammt der Airport. Schön mit.